Gott. Ich möchte ein Video über meine Back-to-Mac-Sachen machen und ich bin so happy. Mir hat vor kurzem jemand auf Instagram geschrieben, dass auch Back-to-Mac in Österreich geht. Ich kann es gar nicht fassen. Ich will nämlich heute noch unbedingt ins Donauzentrum fahren, also sollte ich unbedingt noch dieses Video drehen und vielleicht schaffe ich es noch 6 Stück mitzunehmen, um gleich das Back-to-Mac zu versuchen. Ich versuche das heute. Es steht nämlich auf Instagram, dass man saubere Sachen hinbringen soll. Das heißt, ich zeige euch mal die Sachen, suche mir dann 6 Stück aus und versuche die dann zu säubern und bringe die dann zum Mac. Und ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich bin echt gespannt. Ich habe nämlich wirklich viel, wie ihr sehen könnt. Man merkt, ich bin ganz hibbelig. Weil ich finde das so genial, dass das funktioniert. Das macht mich ganz, ganz kirre. Ich versuche 6 Stück mitzunehmen. Und versuche sie noch zu säubern. Ich probiere es mal. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das machen soll. Ich habe mir auch gekippte Sachen auch. Und ich bilde mir ein, dass die eigentlich auch zurückgenommen werden. Ich werde aber mal nachfragen. Aber ich werde das dann alles in die Infobox schreiben, wenn ich dann Bescheid weiß, ob es funktioniert oder nicht. Ich schreibe euch das dann alles rein, wie das funktioniert. Endlich funktioniert es in Österreich. Ich kann es gar nicht sagen, wie sehr ich mich darüber freue. Und nochmal danke an dich, wenn du das Video siehst, was mir das geschrieben hat auf Instagram. Vielen, vielen Dank. Ein Pinselreiniger habe ich in meiner Back-to-Mac-Kiste. Ich liebe den Pinselreiniger. Ich benutze eigentlich nur noch den als Pinselreiniger. Ich habe da hinten auch noch einen. Jetzt habe ich zu oft Pinselreiniger gesagt. So hibbelig bin ich. Ich bilde mir ein, der geht auch bei Back-to-Mac. Ich habe auch einen Highlighter. Wer meine aufgebrauchten Videos kennt, weiß das auch. Das war der Chez Lamé Highlighter. Das war mal so eine Limited Edition. Ich wollte euch nämlich unbedingt die Back-to-Mac-Sachen zeigen. Ich muss sie unbedingt säubern. Schaut mal, wie dreckig die sind. Ja, also die 2 zum Beispiel würde ich mir gerne mal raussuchen. Dann habe ich noch einen Lidschatten, den ich auch gerne dazu nehme. Das war der Retro-Speck-Lidschatten, das war mal mein Lieblings-Lidschatten. Das war so ein Gold, ich habe den komplett leer gemacht. Ich habe den Lidschatten echt geliebt. Aber ich habe halt so viele Lidschatten, dass ich mir nie einen Mac einzeln nachgekauft. Und ich habe auch vor kurzem gesehen, dass die gar nicht mehr so viele Mac-Lidschatten haben wie früher. Das war der Lidschatten Club, das weiß ich noch, weil den habe ich auch geliebt. Der sieht so aus. Der sieht so aus. Ist leer und ich sage, der sieht so aus. Das ist auch sehr intelligent. Man sieht nicht mehr viel, weil die Verpackung auch so scheiße schon ausschaut. Aber das war so ein Blau-Braun, also ein Braun mit so einem blauen Einschlag. Und ich habe den jedes Mal verwendet. Ganz kreppert schon. Ja, ganz viele Lippenstifte, die was ich ja eigentlich aussortiert habe, weil sie gekippt sind. Ein MAC Blush habe ich auch. Jetzt haben wir schon 2, 4, 5 und dann würde ich einen Lippenstift noch mitnehmen. Ich habe aber da irgendwo einen, der komplett rausgebrochen ist. Den werde ich dann suchen und dann mitnehmen. Ja, also ein MAC Rouge habe ich auch. Das war das Dame, glaube ich. Ja, das war mein absolutes Lieblingsrouge. Wenn ihr euch noch an das aufgebrauchte Video erinnern könnt, aber das war mein absoluter Liebling. Ich weiß nicht, warum ich euch den so zeige, weil er ist ja eh leer, aber das war das Dame. Da habe ich geliebt. Ich bin ja generell der extreme MAC-Junkie, sage ich jetzt mal. Da habe ich dann noch die... Das war so eine Cream Color Base. Komplett leer. Das war die in Shell. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Das war die Farbe Shell. So. So, man kann es hoffentlich lesen. Ja. Könnte ich auch zurückbringen. Dann habe ich halt extrem viele Lipgloss ausprobiert, die was halt nicht leer sind. Weil komischerweise steht, dass man eben leere Lipgloss Produkte zurückbringen soll, was ich nicht ganz kapiere. Ich habe halt sehr viele Dinge, die gar nicht leer gehen und sauber man zurücknehmen kann. Das ist zum Beispiel ein ganz alter, ich glaube Kissable Lip haben die geheißen, der Woo Me, den habe ich sehr gerne verwendet. Der ist aber relativ, der ist leer worden, glaube ich. Ich glaube, der ist nicht kippt, sondern der war leer. Ich meine, kam nichts mehr raus, glaube ich. Den lege ich noch auf die Seite. Urviele Lipgloss habe ich, die was halt gekippt sind. Einer rinnt da komplett aus, der Stöpsel ist gebrochen und der klebt extrem. Ich glaube, den werde ich aber so wegschmeißen, weil das kann man ja nicht einmal mehr zu Back to Mac geben. Ohne, dass man hier die Krise kriegt. Ich werde den mal so auf die Seite legen, weil der klebt extrem. Also, das ist echt heftig, wie der klebt. Das habe ich immer krass an den MAC Lipglossen, dass die so kleben. Den habe ich erst vor kurzem aussortiert. Das ist der Pfiff Lipgloss. Der stinkt. Ja, ich werde mal nachfragen, wie es ist mit den Sachen, die was man halt nicht reinigen kann. Ich meine, den kann ich ja weghauen, weil Kajalstifte, das weiß ich, nehmen sie nicht zurück. Noch ein Creme Rouge, das Posy war das. Das habe ich auch geliebt.
Das war auch eines meiner absoluten Lieblingsprodukte. Dann, das ist gekippt. Boah, das stinkt nämlich extrem. Das war auch ein Creme Rouge Tea Petal, das geheißen, habe ich früher oft hergezeigt. Das ist ja auch gekippt. Könnte ich da auf die Seite legen. Ein leeres Make-up. Da ist aber die Frage, weil das kann ich ja nicht auswaschen. Wie funktioniert das? Das ist eine sehr spannende Frage. Ich mochte das Make-up übrigens gar nicht. Ich fand das mega schrecklich. Das hat mir damals irgendeiner empfohlen, die hat mir das andreht und ich fand das mega schrecklich. Ein Paintbot Painterly habe ich auch. Den habe ich ja sehr oft aufgebraucht und ich habe den ja aktuell auch wieder in Verwendung. Dann habe ich auch den Paintbot in Taylor Grey. Den fand ich auch gut, der ist auch leer. Seht ihr hier. Ich muss nur versuchen, die dann zu reinigen. Vielleicht nehme ich Sachen mit, die ich leicht reinigen kann, weil 6 Stück muss ich ja mitnehmen. Und dann mache ich ein Foto von denen, die nicht so sauber sind. Zum Beispiel Concealer, da habe ich auch den muss ich mir irgendwann mal wieder kaufen. Das ist der Pro Longwear Concealer in der Farbe NC15, den liebe ich. Aber den müsste ich auch eigentlich auswaschen probieren und dann zurückbringen versuchen. Ich werde mal so ein paar zusammensuchen und ein Foto davon machen und werde dann dort fragen, wie das funktioniert. Achso, ja, ich habe ja noch solche, wo die Pfännchen nicht drinnen sind, weil ich halt, ja, die Lidschatten reingib wieder, wenn sie leer sind. Da habe ich ja viele. Das war einer, der Creamy Biscuit war, das war auch einer meiner Lieblinge, den habe ich zum Verblenden damals verwendet. Eine Mascara habe ich leer. Ich weiß nicht, ob die dann auch, ich meine, die ist komplett austrocknet. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, ob ich die gut fand oder nicht und ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch gibt. Ah, die ist ja komplett austrocknet. Ja, das muss ich halt fragen. Ich werde ein Foto davon machen und werde nachfragen. Aber eigentlich alles, was zu Back to Mac geht, müssten sie ja eigentlich zurücknehmen. Weil bei uns ist wieder so, dass du einen Lippenstift bekommst, wenn du die Sachen zurückbringst. Und ja, Lippenstifte habe ich ja genug, was kaputt gegangen sind. Die müsste ich dann eigentlich nur rausnehmen und ja. Ich zeige sie euch jetzt mal in Schnelldurchlauf, die Lippenstifte, weil die habt ihr ja eh in dem letzten Video auch gesehen und vielleicht ein paar könnt ihr euch noch erinnern. Das ist einmal, den traue ich ja extrem hinterher, das war der Too Pumper. Das war einer meiner absoluten Lieblinge. Eigentlich eh nicht gut, wenn ich das mir jetzt nochmal reinziehe. Das ist der Raspberry Swirl, den fand ich auch so gut, das war so ein helles Rosa. Jo, dann ja, der Bricolar. Den würde ich mir sogar nochmal aussuchen jetzt bei Back to Make. Nifty Neon. Boah, die stinken. Das riechst du voll. Nifty Neon. Ja, den könnte ich versuchen rauszuglätzeln. Das war Sophisto, hat der, glaube ich, geheißen. Man kann es nicht mehr lesen. Aber das war so ein Rostrot und das war einer meiner absoluten Lieblingslippenstifte. Könnte ich vielleicht so auf die Seite gehen. Vielleicht kann ich ihn rausglätzeln. Den Prep and Prime werde ich auch versuchen zu Back to Make zu geben. Und den Lippenstift, den ich ja so gern mochte, der was ja auch gekippt ist, finde ich super. Einmal den Disney Lippenstift, der von Malefiz. Ich weiß, ich tue das so schnell, aber ich will euch jetzt nicht da irgendwie vollmühlen, weil ihr kennt die meisten ja eh. Das war jetzt der Cozy Up. Den habe ich vor kurzem mir ein Video angeschaut, wo ich den sogar oben habe. Da ist er mal gleich abgegangen, der Lippenstift. Der Watch Me Simmer, den habe ich früher auch sehr gern verwendet. Ich finde das so schade, wenn die so schnell kippen. Den Playtime. Heißt der so, oder? Ja. Ich kenne meine Lippis. Da fällt mal runter. Den habe ich auch sehr gern verwendet. Das war der Cine Sister von der MAC-Kollektion von Disney, der ist schon ganz weiß, seht ihr das? Den mochte ich auch. Und ich bereue das so sehr, dass ich die nie durchgehend benutzt habe und dass sie mir gekippt sind. So wie der. Der war, glaube ich, von ihnen so einer Limited Edition. Gotta Dash war das. Ich weiß nicht, wenn ihr meine alten Videos erkennt, aber das ist so komisch für mich, wenn ich die Lippenstifte euch zeige. Und ja, den habe ich sogar leer gemacht. Den mochte ich ja sehr gut. Melomut hat der geheißen. Der war so von einer Limited Edition von Weihnachten. Den fand ich gut. Wenigstens habe ich ihn leer gemacht. Das war Pillow Talk. Den fand ich ja auch gut. Den hätte ich fast aufgebraucht. Boah. Gott. Fast hätte ich ihn aufgebraucht. Aber nur fast. Und den hier. Den habe ich ja leider gar nicht aufgebraucht. Auch nicht so oft verwendet. Aber rot hat man halt zu viele.
Brot hat man leider viel zu viele. Auch den Kajal werde ich wegschmeißen, weil Kajalstifte, glaube ich, nehmen sie nicht mehr Back to Mac. Wenn ich mich nicht ganz... Und die Kiste ist leer, ich kann es gar nicht glauben. Ich schwöre es euch, ich glaube es nicht. So, gehen wir mal die anderen noch durch. Ich glaube, den habe ich gar nicht mehr. Ja, das war auch einer meiner Lieblinge. Den habe ich Gott sei Dank auch aufgebraucht. Das war der Fairy Glen von Mac. Der war aus der Tartan-Tee-Ellie oder so. Den habe ich komplett leer gemacht. Das war ein wunderschönes Nude. Den habe ich leer gemacht. Das heißt, ich müsste dieses Klumpert da noch rauskratzen. Den lasse ich auf der Seite. Und den... es pickt alles. Das müsste ich mal schauen, ob da der Dreck auch drinnen ist. Weil dann tue ich in Zukunft die gleich alle auswaschen und gebe sie dann erst rein, wenn sie sauber sind. Weil dann erspare ich mir dieses Geschmiere auch irgendwie. So, das war ein Lady Gaga. Da war ich auch sehr traurig, dass mir der kippt ist, weil... Ja, was soll man machen? Man lernt aus Fehlern, hoffe ich mal. Das ist der Super-Hero. Der ist mir rausgebrochen. Den werde ich mitnehmen. Den habe ich nämlich mal aufgemacht und auf einmal so rausgeflogen. Das ist urlang her. Aber ich kann mich noch ganz genau erinnern. Und der ist leer. Und das ist auch relativ sauber. Also könnte ich den versuchen mitzunehmen für Back to Mac. Ja, und die restlichen Sachen versuche ich halt jetzt dann noch krampfhaft sauber zu machen. Das ist auch ein Viva Glam Lippenstift der Lady Gaga, dieser pinke, dieser rosa farbene. Urtraurig darüber, dass der hat sogar schon so weiße Flecken. Und der hier, den habt ihr vor kurzem in einem Video gesehen. Hätte ich auch fast geschafft, leer zu machen, wenn ich die nur öfter verwenden würde. Aber ich lerne, ich habe jetzt auch wieder ein Mac oben, also ich lerne aus meinen Fehlern. Ja, also ich versuche jetzt mal ein paar Sachen sauber zu kriegen, werde mir 6 Stück aussuchen. Ich werde so 2 Lippenstifte, glaube ich, nehmen. Also wenn ich jetzt mal mit den Super Hero, wenn ich mir nehmen vielleicht. Den Sophisto werde ich versuchen auszukratzen. Das werde ich versuchen auszukratzen. Das ist dieses Prep and Pram. Den Pinselreiniger werde ich mitnehmen. Den einen Lidschatten. 1, 2, 3, 4, 5. Einen von denen hier. 6. Ich probiere es mal und werde euch dann einen kleinen Ausschnitt dann dranhängen, was ich mir ausgesucht habe. Ich werde jetzt noch dann mal gucken, was ich mir genau raussuche davon. Und bin so gespannt, ob es funktioniert. Ich bin wirklich gespannt, ob es funktioniert. Und das seht ihr dann im Anschluss. Weil vielleicht, ich brauche das dann gar nicht runterschreiben, fällt mir gerade auf in die Infobox. Ich bin auch ein ganz, ganz, ganz krasser Dödel. Ich werde dann... wenn ich das andere Stückchen dann filme, werde ich euch erklären, wie das mit dem Back to Mac in Wien, Österreich funktioniert. Mal schauen. Aber ich werde dann halt noch ein Foto machen von den Sachen, die ich mitnehme. Werde versuchen, sie jetzt sauber zu machen. Werde das Foto machen, werde es euch dann später einblenden. Und ja, ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das denke. Ich meine, ich könnte ja noch welche mitnehmen. Mehrere Sachen. Aber ich muss halt auch fragen, ob es eben mit den Lipgloss auch funktioniert, ob die gekippten Produkte auch gehen. Aber wie gesagt, da halte ich euch dann auch im Laufenden. Ich will jetzt nicht das Video endlos in die Länge ziehen, weil ihr wollt sicher wissen, welchen Lippenstift ich mir rausgesucht habe. Und dann sehen wir sich dann später. Oder gleich, weil ich schneide es ja. Deppert. Hi, da bin ich wieder. Und zeige euch jetzt die Sachen, die ich mir ausgesucht habe. Also, ich habe nachgefragt. Bei uns in Österreich ist es so, dass du leere Verpackungen bringen musst von MAC, die was gesäubert sind. Ich habe jetzt nochmal nachgefragt, das stimmt wirklich. Auch wenn du jetzt alte Lippenstifte oder so hast, also beim Make-up und so geht es natürlich nicht. Das verlangen sie auch so viel, ich weiß jetzt auch gar nicht, aber bei Lippenstifte schon und bei Lipgloss bin ich mir jetzt auch nicht sicher, wie ich das machen soll, weil ich habe noch welche. Das heißt, ich warte noch auf die deutsche Freundin, ob sie die Sachen zurückbringen darf, die was gekippt sind, weil dann gebe ich ihr die Lipgloss und so mit. Damit sie eben die Sachen austauschen kann. Aber bei uns in Österreich geht es jetzt endlich. Och, das Back to Mac. Ich bin so erleichtert. Ich habe auch lange mit dem von Mac geredet. Ich habe auch beim Mac auch dann was gekauft. Aber das seht ihr im Haul-Video. Ja, also ich bin echt happy, dass das funktioniert. Ich habe mir 2 Sachen aussuchen dürfen. Sie haben vor, dass es halt Lippenstifte geben wird. Also nur Lippenstifte. In der Filiale, wo ich jetzt aktuell war, war es aber so, dass sie... noch andere Sachen hatten, die man sich aussuchen durfte. Es war also urviele von diesen matten Lippenstiften, von denen. Aber ich glaube nur 2 Farben, ein lila und den Ton hier, den ich gerade oben habe.
Der Lila war auch schön, aber da überlege ich jetzt noch. Ich habe eh noch so viele Back-to-Mac-Sachen, also ich muss noch überlegen. Und Highlighter, flüssig und gepresst. Und ich habe mir zwei Sachen ausgesucht, weil ich habe 12 Sachen mitgehabt und habe mir zwei Dinge ausgesucht. Den Highlighter, Wortkotze, den Highlighter habe ich schon oben. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas sieht, weil ich habe heute so viel Licht im Zimmer, was ja eine Seltenheit ist. Ich glaube, man sieht es nicht. Aber ich kann ihn euch auf der Hand swatchen, wenn ihr wollt, wenn man das dann auch sieht. Ich habe mir einen Highlighter aussuchen dürfen, Dazzle Gold. Da habe ich nicht lange überlegt, den Highlighter habe ich mir auf jeden Fall genommen. Das ist so ein richtig schöner, goldener Highlighter. Ich hoffe, man kann das... Kann man sehen? Nein. Jetzt... So sieht er aus. Ich habe ihn auch oben gemischt mit dem Lightscapade von MAC, weil ich halt noch den Lightscapade benutze und den Lightscapade auch extrem liebe. Deswegen benutze ich den Lightscapade, habe aber vorher noch den Catrice Highlighter, den Creme Highlighter oben. Ich mache mal, glaube ich, wieder so einen Face of the Day oder so, weil ich benutze immer dieselben Sachen, braverweise. Aber den konnte ich nicht verwenden. Also ihr seht ja, wie schön der ist. Der ist richtig gold. Ich muss mal meine Highlighter jetzt aussortieren. Ich glaube, ich habe einen von Essence, der was so gold ist. Und ich glaube, den werde ich weggeben. Ich glaube, ich werde demnächst mal ein Highlighter-Ausmist-Video machen. Ich glaube, das werde ich mal machen. Aber ich bin mit dem wirklich zufrieden. Ich liebe den. Habe ihn jetzt das zweite Mal erst oben, aber ich bin richtig verliebt in den. Dann habe ich mir noch einen Lippenstift ausgesucht. Den habe ich auch jetzt gerade drauf. Das ist von dieser Power Kiss Lipstick Reihe, der Style Shocked, der 303. Und ich liebe diese Farbe. Der ist so wunderschön. Der ist so wunderschön. Er kommt in der Lipstick Bullet ein bisschen orange rüber. Jetzt so in der Kamera kommt auch eher mehr... Ich weiß nicht. Er ist eigentlich orange, aber er kommt in der Kamera ganz anders drüber. So sieht er aus. Ich habe ihn auch schon benutzt. Ich habe ihn nämlich in diesen Style & Talk ausprobiert. Ich bin so verliebt in den Lippenstift. Ich bin so verliebt in diesen Lippenstift. Ja. Nicht hyperventilieren. Ich war extrem happy, dass es bei uns auch endlich funktioniert. Was ich aber noch will, ich habe es ja im Donauzentrum Back to Mac, die Sachen. Da gab es eben die Sachen zur Auswahl. Wie gesagt, das ist halt geplant, dass sie andere noch dazu nehmen, beziehungsweise dass es eine gewisse Auswahl gibt, wenn ich das so richtig verstanden habe. Aber so ganz bin ich mir nicht sicher, da werde ich demnächst dann nochmal nachfragen, wie das genau funktioniert, was man bekommt. Und ja, also man muss 6 leere Verpackungen hinbringen, beziehungsweise wenn ihr so Highlighter habt, so wie ihr es in dem Video gesehen habt, die 6 Stück, immer wenn ihr die Verpackungen habt, Moment, ich habe vor kurzem nämlich mir was gekauft, deswegen kann ich es euch zeigen. Wenn ihr da die leere Verpackung habt, muss auf dem Produkt stehen, also auf der Schachtel innen stehen, Back to Mac. Wer das noch nicht kennt, aber ich glaube, viele kennen das eh, oder? Ja. Dann können die Sachen Back to Macen. Zum Beispiel den neuen Creme-Lidschatten, den ich da habe, den ich fleißig schon am Samstag benutzt habe, den könnte ich, wenn er leer ist, auch zu Back to Mac geben. Ja. Ich bin so erleichtert, dass das jetzt bei uns auch geht. Das ist mein Highlight, finde ich, vom Beauty-technischen her, dass es endlich auch bei uns funktioniert, weil in Deutschland hat das ja schon länger funktioniert. Ich finde es nur schade, dass bei uns man die gekippten Sachen nicht zurückgeben kann. Das finde ich ein bisschen doof, weil ich davon auch noch so viele habe. Aber der hat gemeint, bei den Lippenstiften soll ich einfach den, muss ich ihn halt abbrechen und rauskratzen, die Sachen. Was soll ich machen, wenn es halt so ist, ist so. Es ist aber nicht so schlimm. Ich kann damit leben. Ich kann wirklich damit leben. Wenn ich dann einen neuen Lippenstift bekomme, ist es jetzt nicht so schlimm. Und bei der Sammlung, die was bei mir kaputt gegangen ist, ich habe es in dem Sammlungsvideo gesehen, ist das, glaube ich, nur so ein geringer Verlust, oder? Wenn ich die dann rausbrechen muss, wenn die eh kaputt sind. Ja, ich bin ganz froh, dass meine Back-to-Mac-Kiste ein bisschen leerer schon wird, weil die war ja wirklich voll. Ihr habt das ja eh gesehen in dem Video. Ja. Ich bin so happy drüber, ich könnte noch stundenlang drüber reden, aber ich beende das Video lieber jetzt. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, ob ihr auch gleich gelaufen seid und das, weil ich habe es auch auf Instagram auch postet. Habe aber dann leider nicht mehr wirklich viel drüber postet, sollte ich aber vielleicht mal. Weil ich finde das echt genial, dass das funktioniert. Ich hoffe, ihr habt die ganzen Mac-Sachen noch aufgehoben in Österreich. Ich hoffe es für euch, weil ich habe brav gesammelt, habt ihr ja gesehen. Ja, und auch viele Sachen leer bekommen, was ich auch stolz war. So, aber jetzt beende ich das Video wirklich. Ihr könnt es mir gerne mal schreiben, ob ihr auch gleich eure Sachen
raussuchen werdet und sie putzen werdet und putzen werdet, wie ich das jetzt gesagt habe. Ich bin so hibbelig, Mann, ey. Also chill, deine Base. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch sofort gemacht habt. Ich bin sofort gelaufen. Ich bin sofort gelaufen und habe das erledigt. Und habe mir gleich zwei Dinge aussuchen dürfen, auf die ich mega, mega, mega stolz bin. Ja, besonders die Lippenstiftreihe. Ich habe ja noch einen zweiten, mit den habe ich bei einem Einkauf ja gratis dazu bekommen. Und die sind gar nicht schlecht. Also ich liebe die. Die sind wirklich nicht schlecht, für das, dass ich die so kurze Zeit hatte. Der andere, den ich habe, der hat auch das Cocktailtrinken eigentlich sehr gut überlebt. Bei dem bin ich gespannt, weil das ist eine intensivere Farbe als der andere, aber ich finde den geil. Also, der schreit nach mir. Also, da hat die Freundin von mir recht gehabt. Ich wollte mir zuerst den lilanen nehmen, habe aber dann den genommen. Ich höre jetzt auf zu reden. Ich höre jetzt wirklich auf zu reden. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch gleich erledigen werdet mit Back to Mac. Schreibt es mir dann unbedingt, welche ihr geholt habt. Ihr könnt es mir auch auf Instagram schreiben und so. Müsst mir dann unbedingt schreiben, was ihr euch ausgesucht habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!